Hallo, da sind wir wieder. Der Alfred, die Betty und ihr Dachmobil. Heute mit einer Stellplatzvorstellung, die ein wenig unvollständig ist. Was nicht daran liegt, dass wir mittendrin aufbrechen, sondern weil der Platz noch nicht ganz fertig ist. Hier entsteht ein wunderschöner Stellplatz im Ortsteil Fennekotten von Niederkrüchten am Fennekottensee. Und zwar sind wir hier auf dem ausgebüxt Stellplatz Fennekotten. Der Platz wurde im Laufe des Jahres angelegt und bis auf Strom und Wasser, sanitär wird wohl noch weiter ausgebaut, ist schon eine Menge hier gemacht worden. Und das, was wir sehen, hat uns so geflecht, dass wir sagen, das wird ein Top-Platz. Auf jeden Fall mit allem, was hier ist, ist so viel Herzblut und so tolle Ideen schon eingebracht worden, wie man sich einen Stellplatz nur wünschen kann. Kommt mal mit, wir zeigen euch trotz des nieseligen Wetters, was hier alles so ist. Direkt neben der Einfahrt haben wir demnächst die Entsorgung. Chemietoilette könnt ihr schon leeren. Wunderbar versteckt hinter diesem Hochbeet und dem Gras. Ja. Geht es da blub blub. Wenn die Sache nicht da gestanden hätten, hätte ich die auch nie gefunden. Geht es wirklich einen wunderschön dekorierten, also so eine geile Entsorgung für eure Toilette habe ich noch nie gesehen. Geht es da in diesen schön gepflasterten Abfluss hinein, inklusive Desinfektionsspray und Hygienespray. Zum Spülen hängt auch ein Wasserschlauch bereit. Ich weiß nicht, ob Wasser drauf ist. Wir haben es noch nicht genutzt. Also wir... Nee, kein Wasser drauf. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin auch vielleicht nur zu blöd zu. Trinkwasser gibt es auf jeden Fall noch nicht. Ja, ich weiß wo, du musst da hinten auftreten. Ach so, alles klar, zahlen wir gleich. Dann wird hier noch eine Grauwasserentsorgungsstelle eingerichtet. Die ist noch nicht fertig. Wie gesagt, alles noch im Aufbau. Und die Müllentsorgung befindet sich direkt dahinter. In den klassischen Mülltonnen getrennt, wie wir es auch zu Hause machen. Auffangbehälter für Glas sind noch da. Und wenn man mal ein Tuch braucht, um sich die Hände abzuwischen, inklusive. Direkt neben der Entsorgung, bevor ihr auf die Parzellen kommt, gibt es den Sanitär- und Spülbereich. Und hier haben wir vorher auch den Wasserhahn zum Aufdrehen, damit ihr hinten das Spülwasser für die Kassettentoilette entnehmen könnt. Und der hier muss entsprechend gedreht werden und dann kommt dahinter noch Wasser raus. Wie gesagt, ob hier auch Wasser kommt, denke ich mal. Aber wie gesagt, steht extra dran, kein Trinkwasser. Ist noch in der Mache. Und durch diesen tollen Torbogen müsst ihr gehen, wenn ihr Pipi müsst. Oder spülen. Wir haben hier eine überdachte Spül- und Waschgelegenheit. Nee, ist gar nicht zum Spülen, sorry. Ist nur zum Waschen, stimmt. Inklusive Spiegel. Ich glaube, der war heute Morgen noch nicht mal beschlagen. Ist da oben ein USB-Ladegerät dran? Sieht so aus. Auch hier wieder Desinfektionsmittel, auch Putzmittel für die Toilette, wenn ihr da mal ein Malheur hattet und meint, das kann man der Nachwelt so nicht hinterlassen, können das schnell säubern. Wir haben hier ein WC, frisch, neu und sauber. Und noch ohne Licht. Genau, vergesst die Taschenlampe nicht. Heute Morgen ein wenig dunkel und ziemlich frisch. Also hier hält sich keine lange auf, weil die ist unten offen. Genau, das regnet. Und da oben auch. Ich glaube, das ist ein alter Container, ne? Weil hier ist ja auch das ist ein Container. Das ist ein Container. Der Stellplatz liegt in einem Ferienhaus, Wochenendhausgebiet. Also hier gibt es keine Wohnhäuser, sondern ich sag mal Dacia, so wie man das nennt, etwas größere Wochenendhäuser. Hier ist es ultra ruhig. Gelegentlich fährt man ein Auto vorbei abends. Ich glaube, in der ganzen Nacht, die ich mitbekommen habe, waren es vielleicht von gestern Abend 3 Autos. Ultra ruhig und wir sind hier direkt von 5 Seen umgeben. Hier vorne haben wir den Fennekottensee, da hinten den Hariksee und noch 2, 3 kleinere Seen, wo ich die Namen nicht von weiß. Knotenpunkt 39 ist nicht weit, also auch das Fahrradwegenetz ist hier direkt vor der Tür. Nur einkaufen könnt ihr hier nichts.
aber da kommen wir gleich noch mal zu. Dann haben wir hier in dem noch nicht fertigen Bereich, in diesem ummodellierten Container, wohl demnächst noch, ich vermute, ja, das wären Duschen, ich sehe es gerade, kommen noch zwei Duschen hin, weil wir haben hier den Bodeneinlass, den hatte ich gestern im Dunkeln, als wir ankamen, nicht gesehen, den Abfluss für die Dusche, entsprechend Armaturen und alles muss noch angebracht werden, ist auch ohne Heizung, ob die noch kommt, weiß ich nicht. Im Sommer mit Sicherheit toll, jetzt würde ich es nicht. Bei den Türen würde ich sagen, kommt da keine Heizung. Würde ich auch sagen, weil du unten frei hast. Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, super Idee. Sie sind groß, keine Ablagemöglichkeit, wird mit Sicherheit auch keiner kommen. Weißt du nicht. Ne, durch die Türen, weil die nach innen aufhielen, wo willst du denn hin? Ja, stimmt, stimmt. Vielleicht ein paar Haken, ja. Aber für sich mal abzuduschen, alle Male ausreichend. Mhm. Auch hier wieder die Hochbeete, die wir hier überall finden, noch nicht bepflanzt, aber die ziehen sich hier durch das ganze Gebiet. Hier steht auch unser Wohnmobil. Die Parzellen sind richtig groß und auch Liner bis 12 Meter haben hier Platz. Laut Promobil gibt es 20 Stellplätze. Ich habe nur 19. Wir haben genau nur 19 gezählt. Und ob der Nachbarbereich da noch zukommt, der jetzt noch ein bisschen wüst aussieht, wissen wir nicht. Aber definitiv, wenn wir die Pfützen da drüben sehen, können wir euch sagen, es hat ja hier ultra geregnet von gestern bis eben. Auf dem Stellplatz ist keine Pfützenbildung bis jetzt. Und was auch ist, ihr habt hier Wildlife vor der Tür. Wie gesagt, wir stehen hier vorne mit Blick nach da ins Wäldchen und da fließt so ein kleines Bächlein vor, wo die Baumreihe aufhört. Und da war heute Morgen, wie nennt man das, ein Rudel? Horde? Herde? Rehe. Also da haben wir gefrühstückt und die haben uns gegenüber auch gefrühstückt. Haben die auch gefrühstückt und wir haben uns gegenseitig zugeschaut. Also mega idyllisch. Irgendein Kauz, Uhu, Eule hat heute Nacht ihre Tönchen von sich gegeben. Also ihr seid hier wirklich mitten im, ich glaube, Naturschutzgebiet ist das hier schon. Die Parzellen werden durch Beete getrennt, ja, hier in dem Bereich. In dem Bereich, in dem hinteren Bereich, aber überwiegend auch. Und Stromanschlüsse, wenn sie dann angeschlossen sind, sind reichlich, ich glaube, für jeden Platz vorhanden. Ne? Haben wir mal grob, ja, in jeder Säule sind, so wie ich das bisher gesehen habe, 4 Steckdosen. Kein Münzeinwurf. Sieht auch nicht so aus, als wäre das in irgendeiner Form vorgesehen. Demzufolge wird das mit Sicherheit dann über eine Pauschale laufen. Die Beete und auch die Wege verfügen über mehrere Solarleuchten, sodass ihr nicht im Dunkeln hier lauft. Einige waren gestern was schwach auf der Brust, kann aber dem Wetter geschuldet sein. Und die Stellplätze sind generell, wo das Wohnmobil steht, geschottert. Wie gesagt, hier stehst du auf Kies und sitzt auf Kies, wenn du draußen sitzt. Die hinteren Plätze haben aber dann eine Rasenfläche, auf der aber auch nirgendwo das Wasser steht. Auch da wieder die Stromanschlüsse in gleicher Art vorhanden. Und überall halt diese liebevollen Details, so wie hier halt, ne, diese Glasstab, Säulenstab, keine Ahnung, Pyramide. Es wird wohl da vorne noch... Ist vielleicht hier ein Springbrunnen. Oh ja. Könnte ich mir vorstellen. Könnte. Da vorne kommt wohl noch eine Schaukel dran. Da wird vielleicht noch was für die Kinder gemacht, den Haken nachzuschließen. Und neben dem Stellplatz haben wir das Lokal Auszeit, wo ihr eine kleine, aber sehr ausgewählte Steak- und Fischküche genießen könnt, sowie auch in den Nachmittagsstunden Kaffee und Kuchen. Schön ist auch die Lagerfeuermöglichkeit hier an der Feuerschale, wo verschiedene Sitzmöglichkeiten sind, wo man bestimmt im Sommer oder auch
an trockenen, kälteren Tagen toll sitzen kann, vielleicht noch ein Stockbrot ins Feuer hält und dabei sich super mit den anderen Campern unterhalten kann. Cool finde ich auch die Schießscheibe und das Boccia-Spiel, was daneben hängt. Also hier sind bestimmt noch einige Sachen im Aufbau. Wobei ich nicht weiß, was das ist. Also, wie gesagt, kann ich dir sagen, eine andere Schießscheibe, die liegt nur um. Ach so, ja, stimmt, wo du sagst. Wie wir jetzt erkennen konnten, hier an der Frischwassersäule, direkt wieder vorne zum Beginn des Platzes, wird demnächst wohl über eine Servicekarte, weil hier ein Barcode-Scanner dran ist, das Frischwasser dann über eine Servicecard gehen. Ich denke mal, dass das ein oder andere auch noch so umgerüstet wird. Wie gesagt, da wir die Betreiber bis jetzt noch nicht gesehen haben, können wir das alles nicht beantworten, aber wir lösen das Problem anders. Wir fahren hier einfach noch mal hin, weil es gar nicht weit weg von zu Hause. Und wenn die hier weiter sind, dann machen wir halt ein neues Update-Video dazu. Hier ist auf jeden Fall eine Snackbude drin. Ich habe mich da eben schon reingelupft. Ja, guck mal, ich kann da jetzt auch lucken. Da ist eine Friteuse drin und ein Fahrrad. Ein Fahrrad? Fahren die darin rum? Ja, aber hier ist ja auch noch eine Ausschankmöglichkeit. Alles abends wunderbar beleuchtet. Da steht ein Grill. Also wie gesagt, da sind mit Sicherheit Ideen vorhanden. Und kommen wir mal zu den Anmeldemodalitäten jetzt im Moment. Liebe Gäste, noch haben wir kein Strom und Wasser, aber über eine Spende von 10 Euro würden wir uns freuen. Diese bitte mit Kennzeichen, Dauer, Datum, kann ich jetzt gar nicht lesen, in den Briefkasten. WC-Entsorgung ist vorhanden. Bei Frage gerne melden unter der Handynummer eure Nina und Stefan. Ihr habt hier die Umschläge, da könnt ihr den Zehner reinschmeißen pro Nacht und dann, wenn ihr das ausgefüllt habt, einfach hier in den Briefkasten werfen. Weg ist es. Dran denken, dass wir da noch nachlegen. Ja. Und ganz toll sind hier die Sitzplätze unter diesen tollen Zelten. Hinten auch wieder mit Feuerschale. Das ist ein neues Auto. Und ich wollte immer schon mal ein Allrad haben. Genau die richtige Größe. Ja. Also an alles gedacht. Kinderspiel, ein bisschen Sandspielzeug hier noch drin, damit die Kinder sich beschäftigen können. Und apropos Kinder, wenn ihr vom Stellplatz wieder links die Straße runter geht, hinten, wo die Bäume anfangen, einmal um die Kurve, da kommt auch ein Kinderspielplatz. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeiten, euch mit den Kindern auszutoben. Von da geht ein Fußweg, ich glaube 1,2 Kilometer zum Hariksee. Und wenn ihr zum Fennekottensee wollt, müsst ihr rechts runter. Ein paar hundert Meter und dann geht es auch zum See schon. Hier noch ein kleines Update zum Stellplatz. Wir haben hier mittlerweile doch Strom auf den Säulen. Es kann aber noch nicht auf den individuellen Verbrauch zugeschnitten abgerechnet werden. Es gibt dann momentan die Stellplatzgebühr von 10 Euro, die wie gesagt in den Briefkasten zu entrichten ist, plus 4 Euro für den Strom. An der Säule hier vorne könnt ihr auch schon sehen, da hängt ein Kabel dran und gestern waren, glaube ich, 2 oder 3 sogar eingesteckt. Also die Stromversorgung ist auf den Säulen gegeben, aber eben nur gegen die Tagespauschale von 4 Euro, die ihr dann, wie gehabt, in den Briefumschlag mit euer Kennzeichen in den Briefkasten schmeißt. Und dann noch eine kleine Anmerkung meinerseits, das Lokal nebenan hat mit dem Stellplatz Nothing zu tun. Das ist ein ganz anderer Betreiber oder Inhaber. Hier sind Nina und Stefan und drüben ist, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, ein Italiener, der dort italienische Küche halt anbietet. Und wir haben ja hier noch das Gelände hinter der bekiesten Fläche.
wo der Wohnwagen steht. Also nicht, dass ihr denkt, oh, das sieht aber da mir nicht so geheuer aus. Der Wohnwagen gehört zum Betreiber, der sich dort aber noch ein Mobilheim, ein Chalet hinstellen möchte, damit sie nicht immer täglich die Anreise haben, weil derzeit fahren sie noch bis hier 20 Minuten und wollen dann da halt ihre Zeit verbringen. Die werden sich da noch ein Mobilheim hinstellen und vielleicht auf längere Sicht, wie gesagt, Genehmigungsprozesse sind ja hier etwas länger, eine Bulliwiese vielleicht noch machen oder Ähnliches. Da sind noch Ideen da, also die Fläche wird auch noch aufgehübscht. Und ich sag mal, wer das hier gesehen hat, weil der Stefan ist Landschaftsgärtner, wie man auch unschwer hier erkennen kann, wird das genauso lieblich und anschaulich, wie es hier ist. Und entweder ascht du gerade oder es schneit. Da kein Vulkan in der Nähe ist, fängt es, glaube ich, gerade an zu schneien. Ja, okay. Ist so. Hallo, da sind wir nochmal. Und zwar haben wir Glück gehabt. Wir haben Nina und Stefan gerade getroffen, die den Platz hier betreiben. Erstmal ein Dankeschön, dass ihr uns einen so tollen Platz schafft. Und wir hier mit Sicherheit noch viele Stunden verbringen werden und auch wiederkommen möchten nächstes Jahr, um zu gucken, was ihr noch alles gemacht habt. Und da habe ich von euch eben schon gehört im Gespräch, dass ihr da eine ganz tolle Sache habt, wie man hier in Zukunft buchen kann auch. Genau, es wird alles online funktionieren. Man kann also den Stellplatz sich auswählen, den man möchte, ob groß oder klein, oder ob Strom zum Beispiel benötigt wird. Und ein Ampelsystem wird dann quasi zeigen, ob der Platz belegt ist oder nicht. Und man kann von zu Hause aus buchen und wenn man möchte auch Strom dazu buchen. Ja, und mit QR-Code kann man dann die Schranke benutzen und auf seinen Stellplatz fahren. Genau. Momentan haben wir ja noch keinen Strom und kein Frischwasser. Und da gibt es auch noch ein System, was dazukommt, was total easy ist. Du hast eben gesagt, das hat mich total geflasht, nämlich dass das dann über das Handy geht. Genau. Also man hat zwei Varianten. Für die neueren Handys wird ein QR-Code aufs Handy geschickt. Mit diesem QR-Code kann ich dann die Säule aktivieren und mir Wasser nehmen. Pauschal wird pro Wohnmobil 5 Euro die Nacht abgerechnet. Wenn ich aber nur das E-Bike laden möchte, dann brauche ich ja keine 5 Euro. Dann kriegt man tatsächlich das Geld dann innerhalb einer Woche wieder aufs Konto zurückerstattet, was nicht benötigt worden ist. Dann habe ich gesehen, im hinteren Bereich vom Sanitär, Waschgebäude, Container sind noch zwei gekachelte Räume. Da habt ihr auch noch was vor. Ja, da sollen Duschen entstehen. Das haben wir uns gedacht. Haben wir auch schon gesagt, das ist total praktisch im Sommer, gerade auch wenn du da ein bisschen Sport gemacht hast oder nur Rad gefahren bist oder einfach nur zum Abfrischen, dass da eine Dusche super ist. Ja, genau. Finden wir auch. Und also wir wollen auch noch ein Geschirrwaschbecken daneben machen, weil ich das wichtig finde, wenn man dann abends grillt oder so. Ich mag das nicht, dann im Wohnmobil dann mit dem Fett und so. Mhm. Das finde ich jetzt einfacher, wirklich ein großes Becken zu haben mit einer schönen Bürste und dann kann man das Grobe halt immer da am Waschbecken machen. Ja. Wir haben eben noch gesprochen, die beiden haben noch jede Menge Ideen, wie man hier eventuell auch noch Events veranstalten kann, Themenwochenende gestaltet oder Ähnliches. Da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten, weil wir möchten nämlich nächstes Jahr nochmal wiederkommen und gucken, wie weit die beiden sind. Und dann haben wir vielleicht schon die eine oder andere Idee, die ihr umsetzen könnt. Ihr habt ja eben auch gesagt, dass ihr halt mit Genehmigungen und so hier so ein bisschen den Slow-Motion-Gang manchmal einschalten müsst und nicht so nach vorne kommt, wie ihr es gerne hättet. Ja, richtig. Ja. Ja. Da drücken wir euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Und auch unsere Community, dass ihr ja da demnächst weniger Hürden habt und eure Ideen alle ratzifatzi über die Bühne gehen und ihr richtig durchstarten könnt. Ja, lieben Dank. Ja, wir freuen uns, dass ihr seid. Also, danke. Also wir finden es ganz, ganz toll und wir haben noch schöne anderthalb Tage hier genießen. Ja, schön. Ja, also nochmal danke von uns an euch. Ja, und danke auch. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja, wir freuen uns. Gerne. Gerne. Mega ruhig. Mega schön, wir sind begeistert und wir sind zwar das erste Mal, aber definitiv nicht das letzte Mal hier und freuen uns schon darauf, auch mal in wärmeren Monaten, weil in der Gegend sind wir immer nur, wenn es kalt ist, mal herzukommen. Ja, morgen! Wir sagen einfach schon mal Nina, Stefan, vielen, vielen lieben Dank für das, was ihr bis jetzt hier geschaffen habt. Wir finden es mega und wir freuen uns darauf, wenn ihr euch das Video vielleicht einmal anschaut, uns auch einen Kommentar zu eurem Platz hier da lasst. Und alle anderen freuen wir uns auch, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sind immer unterwegs.
wenn ihr unseren Carbonal, ich denke schon wieder an Essen, Spaghetti Carbonara, wenn ihr unseren Kanal abonniert und nichts verpasst, wo es überall solche schöne Fleckchen zu entdecken gibt. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier in der Gegend aussieht, dann schaut doch unser Video zu der Umgebung, weil wir werden gleich noch ein wenig mit dem Rad fahren und euch ein zweites Video wieder gewohnt über unser Wochenende drehen. Macht's gut, wir freuen euch. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Oh wei, reicht.